Fantastic. Überall passt. Ja, ich geh jetzt mal in die andere Richtung, glaube ich. So. Hui. Hüp, 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 hüp. Okay. Ich geh mal in die Richtung jetzt hier. Welche Richtung ist denn das jetzt überhaupt? Ah, okay, das sieht gut aus. Geh ich quasi in die Mitte. Dann hättest du aber die Samen mitnehmen können und zwischendurch mal die Hühner füttern eigentlich, ne? Du bist doch noch im Unterschlupf. Kannst du mal eben machen. Ja, warte, ich muss mal eben ganz kurz das gucken. Eine Sekunde wieder da, ihr seht mal ganz kurz Stand. Oh, dieser Junge und seine verhurten Katzen, ey. Ja. Ich schwöre es, irgendwann. Irgendwann kommt der Katzenschläger und dann ist. Kennt ihr diese wenn ihr so Kisten vor der Tür habt, wo da so drin steht, Schuhe und sowas reintun, das sind. Das wäre nicht die Katze gewesen, das wäre der Wecker gewesen. Mal sind das Katzenfänger, Leute. Ich weiß nicht, wenn ihr das irgendwann mal habt, dann tut da nichts rein oder tut die Kartons weg, die Kisten. Das sind Katzenfänger. Oder wenn ihr eure Katze loswerden wollt, tut eure Katze da rein. Oder so. Okay. Ich mache jetzt hier gerade nochmal diesen Landstreifen drüber und gucke mal, dass ich jetzt irgendwie noch da. Ja, genau. So. Ja, genau. Ach ja, Hühner füttern wollte ich machen, ne? Hühner füttern! Voll der Katzenpapi. Oh, da hinten sieht's gut aus. Da hinten ist eine Baumlandschaft. Oh, das wird jetzt eine lange Reise hier. Zum Glück habe ich das Bettchen dabei. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt mal so ein Dorf finden oder so, wo wir dann Bücher kriegen. Ach, hier. Oder ein Tempel, wo wir ein bisschen Diamanten und sowas kriegen. Was brauchen wir sonst noch? Nach was muss ich noch Ausschau halten? Gold für einen Apfel. Ich bin an der Oberfläche, ne? Also. Ja, wenn du eine Kiste findest oder so. Ich nehme noch mal Fleisch mit. Und ansonsten halt, Ja. Ja, Bücher, Bögen müssen wir eh bauen. Ja, stimmt, Bögen brauchen wir auch noch, ne? Oh Gott. Kannst du unterwegs mal, wenn du. Hier ist noch. Ah, nee, finden wir es auch nicht finden. Was ist das denn hier? Hündchen! Kann ich da nichts mit anfangen gerade. Ah, da hinten ist so ein Pilzbiom. Kann ich damit irgendwas anfangen? Also so, wo ich weiß nicht, ob man die Pilze abbauen kann. Du kannst, glaube ich, mittlerweile kann man, glaube ich, die Pilze essen. Ich weiß aber nicht, ob das bei der Pilzkuh rumläuft, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob man mittlerweile auch hier die Pilze essen kann. Also in der normalen kannst du, glaube ich, mittlerweile die Pilze essen. Ich glaube, mittlerweile geben auch Schafe Fleisch. Ja, es ist hier nicht. Ja, stimmt, das wollen wir eben du sehen. Hier ist übrigens. Du bist auch ein Potzkopf, ey. Ja, du siehst, hast eben 100 Schafe gestartet. Und ja, ja. Ich sag's ja nur. Schade, hier ist eine Höhle, aber da kann ich jetzt noch nicht rein, weil ich mir noch das Fleisch aus dem Ding holen muss. Ja, mach dir erstmal eine Rüstung, ne? Wenn du unter Tage rumeierst. Ja, ich habe ja Eisen im Ofen. Also wir haben gleich auf jeden Fall genug Material für Bücher da. Wenn wir noch Leder finden, noch ein bisschen was. Ich suche gerade verzweifelt nach einem Tempel oder sowas. In der Wüste ist immer. Es gibt immer auf jeder Map hier bei Minecraft PS4 gibt es immer einen Tempel. Was ist jetzt los? Jetzt ist gerade voll am Laggen hier beim Rennen. Was machst du denn da? Das ist eine Playstation und kein Computer. Hui, hui. Selbst eine Playstation muss schon formatiert werden. Ah, toll. Kein Holz mehr. Jetzt habe ich gleich mein ganzes Holz, was ich hatte. Verbraucht für den Scheiß hier. Ist gut, dass die Karte nicht funktioniert. Einen Baum muss ich mal noch holen. Ja, da könnte ich es auch wegschmeißen. Das wird eigentlich nichts ändern. Na, das war schon mit der Wüste oder was? Wo bin ich denn? Ah. Kann doch gar nicht sein, dass er mir das jetzt so anzeigt. Als ob ich jetzt in die Richtung. Ich laufe doch nie im Leben nach Hause zurück. Nie im Leben. Scheiße. Da will ich auch keiner haben. Hier. So. Ich finde aber auch keinen Tempel oder sowas. Aber wir laufen noch ein bisschen hier rum. Wir werden schon was für Namen wissen. Noch mehr Zuckerrohr. Ist natürlich. Wir haben auch noch nicht genug. Kann man nie genug von haben. Ah, jetzt ist meine Axt kaputt. Ja, komm, dann muss das jetzt reichen, Arschlecken. Ja, was für eine Axt denn? Ich habe mir gerade eine Axt gebaut, um bist Holz zu farmen. Bist du immer noch nicht unter Tage, oder was? Ich habe doch gerade gesagt, ich muss noch mal kurz zurück zum Dinges. Mir das Eisen aus dem Ofen holen, das Fleisch aus dem Ofen holen. Und dann gehe ich gleich da in die Höhle, die ich gerade gesehen habe. Bist du ja Experte drin. Ja, ja, ja. Ja, dann so, halt nicht, dann bist du halt kein Experte da drin. Ach, Kater.
Wo wir gerade beim Kater sind, ne? So, Eisen, zack. Ich hätte ja mal gehofft, bei diesen großen Bergen hier mal irgendwo ein bisschen Kohle am Rand zu sehen, aber bisher noch nichts dergleichen. 22 Steaks, das muss doch eigentlich Ja, reichen, auf jeden oder? Fall reicht das. Ich habe 7. So, wir hüpfen jetzt mal hier hoch. Ah, ein Ja, komm. Schneebiom. Sieh mal an. Ich verschaffe mir jetzt erstmal einen Überblick über die ganze Suppe hier. Zack, zack, zack. Habe ich mein Bett? Ja, habe ich. Gut. Hüpf, Kollege. Oh. Hüpf! Okay, jetzt bin ich ganz oben auf dem Berg. Wo war So, denn wie hier der sieht's denn jetzt Eingang hier mal eben? aus? Da ist überall Schneebiom, da ist noch weiterer Berg in die Richtung. Hier, so. Aus der Richtung bin ich gekommen. Was machen wir jetzt? Wo gehe ich her? Wo Und komme ich hin? angezeigt werde ich am ganz äußersten Rand der Karte. Das wird auf jeden Fall stimmen. Wenn das stimmen würde, Naja. dann könnte ich mich jetzt, glaube ich, 1 Meter bewegen und wäre schon, würde schon, ich könnte schon nicht mehr Mal gucken, mal, wer weiterlaufen. ein Stück Kohle gefunden hat. Ist Kohle? Gut. Ich Ja. würde sagen, ich laufe mal durch Schneebiom. Ich muss Immer erst hier ein aufpassen, bisschen. weil ich jetzt gerade den ganzen Berg hier runter muss. Nicht, dass ich jetzt irgendwie runterfliege oder so. Hier bei der einen Season, Ja, das wäre bei der natürlich einen Season, wo du kritisch. mich sofort am Anfang schon irgendwo runtergeschlagen hast. War nicht die allererste. War auch gut. Ja, gut, du konntest dich ja Ich war reanimieren. ja nicht tot, aber. Ja, mancher. Also nicht reanimieren, sondern regenerieren, so. Jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Holz gesammelt. Ich baue mir hier mein kleines, feines Schneehaus. Schneehaus! Glaube, dies. Du meinst Iglu-Kater, diese Ich glaube, Katze, diese ne? Season. Den ganzen Tag am Pennen, aber sobald ich einen Controller oder irgendwas in der Hand nehme, Hier, das ist eine Höhle. wird da rum. Was Ja, hau mir machst den du denn Controller da? aus der Bist du Hand. zurück? Ja, der Kater hat mir den Controller aus der Hand gehauen. Toll, jetzt habe ich eine Höhle gefunden. Ich habe keine Kohle. Ja, sehr nice. Bleib jetzt da Sehr liegen. nice. Verdammt nochmal. Hier geht's nicht weiter. Ich habe keine Kohle. Zack. Ach, jetzt habe ich das Eisen mitgenommen, aber mir keine Rüstung gebaut. Clever. Sollst du doch eine Rüstung bauen? Ja, deswegen muss ich mal eben jetzt. Ach, Oh. Junge. Mein Gott. Disliked mal alle sein Video wegen der Katze. Ach, halt die Oh, ich habe Fresse. Kohle gefunden. Top. Wunderbar. So. Es läuft hier doch. Warte. Was habe ich denn? 8 Eisen habe ich. Was nehme ich denn dafür am besten? Ne, Rustdinges. Ja, stimmt. Nehmen wir mal wieder mit. Ich habe jetzt keine Axt, deswegen bauen wir das Ding mit der Spitzhacke ab. Ja, ich dachte schon, es wird wieder dunkel, aber es ist noch halbwegs im Rahmen. Ja, wenn es dunkel ist, musst du Bescheid sagen wegen Naja. Bett und so, ne? Ich habe jetzt erstmal mir ein paar Fackeln gebaut. Ui. Es wird dunkel übrigens. Es wird Ui, doch ui, dunkel. ui, 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 ui. Können wir einpennen? Ja, warte. Ja, ich kann mich gerade nicht hinlegen. Jetzt. Das ist nämlich gut. Wollte ich irgendwo schlagen? Nö. Bett mitnehmen? Bett mit leer. So. So. Schneewald, ja. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt mal hier durch den Schneewald durch, kann ja nicht schaden. Vielleicht sehen wir. Wer ist dieser Schneewald? Vielleicht sehen wir noch irgendwas Interessantes. Vor allem, ich habe den Sound am Fernseher habe ich auf 5 von 100 und er war trotzdem noch relativ laut. Ja, bei mir gerade auch. Das Problem hatte ich auch, bis ich gerade mal geguckt habe. Dann musste ich es auch ein bisschen leiser machen. Ach, Kater, Alter, jetzt geh doch mal hier irgendwann, weg. dann. Ich glaube, wir machen gleich mal den Matthias Notschalter im Teamspeak an. Der so viel wie heißt Client muten. Okay, lass dich doch nicht auch immer von den Katern an den Eiern spielen, ey. Ja, Witzbold. Vielleicht Er gammelt nur hier hört man so. rum. Au! Schiebt da meiner Mein Kaffeetasse rum und Sack! so. Der Frechdachs. Frechdachs. Frechdachs! Deine Mutter, ist doch Ja, deine toll, Mutter diese dazu Höhle war auch gekommen. nicht so allzu vielversprechend.
Die Frage ist, ob ich mich jetzt runterbuddel oder ob ich mir eine Höhle suche. Ich würde sagen, sowohl als auch. Erst runterbuddeln und dann gucken, ob du eine Höhle findest beim Stripmine. Fangen wir jetzt mal hier an. Auf Ebene 12 oder so. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter, wo ich gerade war. Immer nach Lava sind immer Diamanten. Und nach Gravel auch. Was? Immer. Auf jeden Fall. 100 Millionen Diamanten, da muss man drauf achten. Definitiv gut, wenn man dann nicht weiß, also musst du unbedingt merken, wo du hergekommen bist, ne? Wo unsere Base ist, das musst du dir unbedingt merken. Wow, eine riesige Schlucht. Riesige Schlucht. Wenn ich hier rausgehe, wenn ich hier wieder rauskomme, dann finde ich sie. Ich muss in diese riesige Schlucht rein. Nützt nichts. Warte mal, ich muss mal kurz auf der Karte gucken, ob ich weiß, wo die Base ist. Hier bin ich. Ja, ich glaube, da in die Richtung. Lass mir das jetzt hier nicht entgehen. Ist die Base, da wo dieser komische Fluss ist. Ah, Kohle. Da ist die Base, okay, das kriegen wir hin. Ich weiß nicht, warum das bei dir immer, warum du dich da nicht mit orientieren kannst. Bei mir funktioniert das immer einwandfrei. Einfach nicht. Ich weiß, wo die Base ist auf der Karte, klar. Ich sehe den Punkt, nur wenn ich laufe, bewegt sich halt der Fall nicht mit. Ach so. Ich weiß, dass die Base, warte mal, wenn ich jetzt auf der Karte gucke, ja. Da ist dieser komische blaue Fluss, so, der so ein bisschen geschlängelt ist. Und da, wo dieser Wald auch anfängt, da an der Ecke. Bringt nur nichts, wenn ich die ganze Zeit am Rand der Karte angezeigt werde und mich nicht bewege, dann weiß ich ja nicht, in welche Richtung ich laufe. See. Oh, Eisen auch noch. Ich habe eine riesige Schlucht gefunden. Top. Okay, müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir jetzt hier nicht sterben. Oh, noch mehr Eisen, geil. Wir müssen dazu sagen, das ist jetzt der dritte Versuch, den wir machen, das hier aufzunehmen. Und beim zweiten Versuch hatte ich auch schon eine riesige Schlucht gefunden. Das wird aber auch der letzte Versuch sein, den ich hier versuche. Beim ersten Mal passte irgendwas nicht, beim zweiten Mal war irgendwie die Audiospur hinterweg. Das war alles ein bisschen fuckelig, ja. Das ist veröffentlicht auf jeden Fall. So. Dann zack. Besser wär's. Ein Öfen. Wo ist der Öfen? Ich habe jetzt so viel Eisen schon gefunden. Was heißt so viel? Also ein bisschen schon. Ich baue mir davon, glaube ich, gleich sofort. Ah, noch mehr Eisen, geil! Ich habe noch nicht so viel gefunden, muss ich sagen. So. Man muss natürlich immer aufpassen hier in den Höhlen, da könnte überall was lauern. Okay, das ist echt eine fucking riesige Schlucht. Okay. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Das ist Eisenerz, das ist Stein, das müssen wir mal eben benutzen. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt erstmal eine Eisenspitzhacke bauen. Wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Falls ich denn mal was finden sollte. So. Ich muss die ganze Butze hier erstmal ausleuchten. Okay, da hinten sehe ich schon Licht, das scheint Lava zu sein. Oder? Wenn es leuchtet, scheint es... Ja, Lava, okay. Lava! Ich bin auf Ebene, müsste relativ hoch sein, genau, Ebene 53. Also werde ich hier noch nichts finden. Soll ich denn mal runtergehen oder soll ich mal der Höhle folgen? Ja, ist mir egal. Ich habe jetzt einmal eine. Ich könnte noch eine Höhle sich irgendwo verbergen. Ja, wenn du einmal da bist, dann nimm. Guck. Diamanten wären ja echt nicht verkehrt und ein bisschen Eisen wäre auch nicht verkehrt. Ja, Eisen so oder so für eine Rüstung, klar. Ne? Also an Kohle mangelt es jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr. Da wird es auch genug. Ich finde hier gar nichts gerade. Beim Runter. Ich glaube, runterbuddeln ist hier echt scheiße. Man muss, glaube ich, echt eine Höhle finden. Bin ja dabei. Ja, aber jetzt sind wir beide unangenehm. Ja, ich folge jetzt mal eben noch dem Gang hier. Ach, verschluckt. Wenn der Gang jetzt. Also wenn dieser Höhlengang jetzt noch zu einer richtigen Höhle führt, dann ist ja okay. Wenn nicht, dann gehe ich halt wieder hoch. Ja. Hier ist aber auch noch so ein Wasserfluss, der runterführt. Das ist ja auch öfters schon mal ein Zeichen. Ja, das könnte was sein. Alter, jetzt hier voll die dicke Erdschicht. Und ich habe keine Schippe. Ah, Mist, ich wollte mir doch... Ja, ich komme auf jeden Fall in eine Höhle. Das geht immer weiter runter. Ganz kurz hoch. Ich baue mir aber eben noch ein paar Fackeln. Ich habe hier gerade mein Zeug stehen lassen, fällt mir auf.
So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Oh, okay, ganz viel Kohle. Auch nicht schlecht, nehmen wir mit. Oder warte mal. Ja, ein paar Level wären auch nicht schlecht, falls wir wirklich noch irgendwie mal ein paar Diamanten finden zum Verzaubern dann auch noch, ne? Ja, eben, deswegen bau doch Kohle einfach ab, ja, wenn du sie findest. Auch.